Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. So, das waren die Schicksalswachen hier. Für euch tue ich alles. Dann ja. Sammel erstmal deine Sachen wieder auf. Und ja, wir gehen mal nach oben zurück. Wir müssten ja eigentlich hier durch können. Weil die Fallen haben wir hier alle entschärft. Die macht zur Sicherheit einen Quick-Save. Also ja, den zweiten Stock hätten wir auch fertig. Fehlen nur noch zwei Stockwerke. Wobei jetzt, glaube ich, das schlimmste Stockwerk kommt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das Torhaus hier lustig. Ich frage mich, was das kleine Torhaus bringen soll. Scheinbar nicht viel, da es die ganze Zeit offen rumsteht. So, und der Tipp war halt leider ganz am Anfang. Ich finde es lustig, dass das Turm genannt wird. Das ist eigentlich schon eine richtige Festung. Hier könnte man locker ein Katapult hinstellen. Alles ist von einem Graben umringt, was nur einen Zugang möglich macht. Das Ding ist fast uneinnehmbar. Habt ihr etwas gesagt? Ja, gebt mir euer Geld. Mhm. Ach, einen Prinzenring können wir auch verkaufen. Die Sachen können wir verkaufen. So. Schon mal das leer. Kegain, Verletzungspfeile können weg. Wurfpfeile plus 1, die Schleuder. Robe des Abenteurers, die Hellebarde, die Betäubungspfeile. Kurzschwertschutzumhang, Stab der Blitze, Blitzschutzruppe, kleiner Schild. Kurzschwert. Kettenhemd, Zweihänder können weg. Zweihänder, Lederrüstung, Zweihänder. Lederrüstung. Verkaufen wir alles. Hier sind nur die Sachen, die... Ja. Die wir eh behalten wollen. Pfeile wollen wir nicht verkaufen. Stab, der muss dabei rufen. Der kann auch weg. Wir haben viel identifizieren. Böses Entdecken, stinkende Wolke, unsichtbares Verwirrung.
Hast behalten wir mal. Die beiden behalten wir auch mal. Monster kann weg, Geisterrüstung. Chaotische Befehle, das kann alles weg. So. Jetzt haben wir wieder etwas Platz. Könnten ja mal gehen. Die Sachen geben. Und Dorn gibt mal die Sachen an sie. Und das Ding kann weg übrigens. Wobei, das sollte mit dem zusammenbleiben. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, das heißt, wir gehen zurück zum Eingang. Wir werden jetzt wieder in den Keller gehen, aber bevor wir in die Verliese zurückgehen, rasten wir mal wieder. Dann geht's auf die nächsten Ebenen. Oh, Gegner. Oh, Doppelgänger. Alles wegen des... Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Worum geht es dir? Ihr habt geläutet? Ja, wie ihr wünscht. So, okay. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Es ist schon interessant, wenn man es so sieht. Aber gut, das ist der Expansion, also Tales of the Sword Coast geschuldet. Ich glaube, als wir mit Tales of the Sword Coast angefangen hatten, hatten wir 100.000. Ja, 100.000 XP. Das können wir eigentlich mal ganz schnell gucken. Das müsste hier gewesen sein. Okay, 113.000. Und da waren wir noch bei Ansgars Tod und so weiter beschäftigt. Zurück zum Schnellspeichern. Aber trotzdem, was wir in dem bisschen Expansion, also in die Weltkarte, in Ulgoths Bad, auf den beiden Inseln und jetzt im Turm an Erfahrungspunkte gewonnen haben. Weil das sind die einzigen drei Gebiete, die es im in der Expansion ja gibt. Tales of the Sword Coast ist ja nicht so riesig. Dafür ist das ganze andere Spiel recht groß, wenn man sich so ansieht. Gut, aber zurück zum Spiel. Rasten. Und auf Skelette habe ich keine Lust. Die bringen mir nämlich nichts. So, das ist besser. Jael Kalles? Wie kann ich helfen? Da wir so viele Heiltränke haben, heilen wir uns mit Heiltränken. Wie ihr wünscht. Und da geht's wieder nach unten. Wie ihr wünscht. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht.
Und dann wollen wir... Okay, gehen wir lieber einen anderen Weg nehmen, den es nicht gibt. Na doch, es gibt schon einen Weg hier außenrum durch den Maschinenraum. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ah, der Raum. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mein Lebenssaft verrinnt. Okay. Steht definitiv zu weit vorne. Gab's ein Auto? Safe? Ja, gab es. Gott sei Dank. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Dieser Raum ist furchtbar. Okay, nimm du mal die ganzen Schlüsselsteine, die wir nicht mehr brauchen. Noch ein Trank der Freiheit. Das ist Kegen ziemlich voll. Wie kann ich helfen? Okay, das hat nicht geklappt. Das ist noch ein Geschwindigkeitsöl. Gewitterbolzen. Verletzung und Wurfpfeil. Eispfeile. Pfeile plus 1. Wir haben viel zu viele Pfeile für diesen Dungeon gekauft. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Okay, geh nochmal hoch. Gut, ich weiß jetzt gerade nicht, kommen wir alle so durch? Ihr braucht nur zu fragen. Ich hab keinen Bock zu reden. Warum denn ich? Oh, du bist verlangsamt. Okay, Dann nehme ich mal ein paar von den Dingern ab. Ich brauche ein Bier. Warum denn ich? Sagt an. Jai Kalesna. Aha. Jetzt rette ich die Lage. Sänger der Nacht, möge die Dunkelheit herrschen. Oh, für sie könnte es knapp werden. Ah. Ging aber noch auf. Okay. Gut, ich habe mich für den Raum mit den Würms entschieden. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Genau, hohe Lindwürmer. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht.
Seid gegrüßt, Abenteuer. So viele von euch sind nun schon gekommen, die alten Keller von Durlak auszurauben. Doch ist keiner hier zurückgekehrt. Abenteuer sind ja bekanntermaßen nicht gerade die hellsten, sonst hätten sie einen weniger gefährlichen Beruf gewählt. Seht nur die 5 Leute hinter mir an. Auf immer versteinert. Jeder einzelne dieser törichten Männer und Frauen kam, um Durlaks Schatz zu finden. Nun wachen sie über Durlaks Bestiarium. Die meisten anderen Kreaturen sind schon vor langer Zeit zu Staub zerfallen. Nur die als Mechizarin bekannte große Schlange hängt noch in ihrer Original-Todesposition. Atemberaubend, nicht wahr? Wenn ihr weiter in diesen Raum hineinwandert, trefft ihr auf die einzigen lebenden Geschöpfe, die es noch im Bestiarium gibt. Diese geflügelten Bestien leben dort schon seit Jahrhunderten. Verändert durch alte und starke Magie. Bisher hat niemand sie besiegen können. Entscheidet ihr jedoch dazu, diese fürchterlichen Bestien zu bekämpfen, ist Hilfe zur Hand. Jeder dieser Statuen, die hinter mir beherbergt, den verdammten Körper eines armen Helden. Wenn ihr den Knopf unten am Sockel der Statue betätigt, befreit ihr den alten Helden. Er wird durch einen Zauber gezwungen, euch eine kurze Zeit zu dienen, aber nach Ablauf dieser Zeit wird er Rache an dem nehmen, der es wagt, ihm zu befehlen. Weiter kann ich dazu nichts sagen und nun auf Wiedersehen.